Herzlich willkommen hier zu diesem neuen Vlog auf meinem YouTube-Kanal, Geri. Ja, nach langer, langer Zeit mal wieder ein neuer Vlog. Ich cutte den Vlog nicht selbst, eine gute Freundin von mir cutte den Vlog, muss ich dazu sagen. Somit nicht von mir gecuttet. Einfach ein easy, geiler Vlog rausgeballert mal wieder. Ich habe alle Videos bis aufs erste offline genommen. Ja, das erste Video ist das einzige, was noch online ist. Und vielleicht mache ich jetzt wieder ein bisschen mehr Videos, wenn es jetzt warm wird, etc. Und ich wünsche auch viel Spaß. Ich gehe heute wandern, beziehungsweise ich fahre mit dem Fahrrad, der Rest wandert. Da gibt es auch eine Weinverkostung heute. Also wird auch Alkohol verkonsumiert. Ich bin ja schon 16, also alles gut. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns später, wenn ich dann bei meinen Kollegen, Ex-Kolleginnen bin. Viel Spaß bei dem Video. Verkostung. Alter Schwede! Er darf predigen. Boah. Jetzt fett eingeschmatzt. Geil, Rippern. Rippern. Rippern, die Rippern. Boah, mein. Sag, was sagst du dazu? Guten Schmaus. Guten Schmaus. So, Nummer 2 von der Weinverkostung. Was war das jetzt? Semmling. Semmling 88. Sind wir mal gespannt. So, Achterl Nummer 3. Das ist jetzt ein Weißburgunder. Noch ein Semmling 88. Kommt jetzt ein Weißburgunder. So, Wein Nummer 4. Ein eher süßlicher Wein. Und zwar der Muscatella Franz Zante. Sehr guter Wein. Eben, der ist sehr süß mehr. Muscatella Franz Zante. Heute einfach Wein-Review. Später gehen wir noch in den Disco. Aber jetzt, da gibt es erstmal noch den Wein hier. Jetzt sind wir hier eben in der Vinothek. Die ist riesengroß. Hier gibt es lauter Weine von Tieschen Wein. Tieschen, hier wohne ich in meinem Ort. Ist ein Weinbaugebiet. Und hier gibt es immens viel Weine, wie man hier sehen kann. Alles voll mit Weinen aus der ganzen Ortschaft und drumherum. Und ja, da gibt es wirklich auch Weltmeisterweine. Also ein Wein, der hier drüben zum Beispiel steht, ist Weltmeister geworden. Es ist keine Werbung oder so, sondern es ist einfach nur aus Interesse, falls es euch interessiert. Und ja, wir werden jetzt weiter Wein trinken. Und wie ihr gesehen habt, wir waren auch wandern. Danach hat es eine gute Jause gegeben und jetzt da eben eine Weinverkostung. Eben, später gehen wir wahrscheinlich noch in die Disco. Da werde ich auch ein bisschen was mitfilmen. Das passt gut, jetzt 5 Achtel Wein. Da spielt man schon ein bisschen den Alkohol. Und dann geht's noch weiter in die Disco. Also, ja, wünsche ich noch eine gute Unterhaltung. Leute, es geht gerade übelst ab hier. Wir gehen gleich in die Disco. Ich habe gerade ein bisschen Schnaps getrunken, aber es geht ganz klar. Schnaps ist auch ab 16 in Österreich. Das ist so ein Special Effekt. Gleich geht's eben in die Diskothek. Ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr. Weil wir fahren gleich zu meinem Kollegen und dort denke ich leider und so ein bisschen. Mein Kollege, Digga! Nur Wein! Ich! Wie willst du das trinken, Fabian? Warte, die ganze Chick ist ja, weil ich ekelhaft. Oha! Fabian! So, wir sind jetzt auf dem Weg ins Max. Ich immer wie immer mit schon mit Crocs. Jawohl, wir sind jetzt auf dem Weg. Und gleich sind wir in der Disco. Jawohl.